vierfach. Das heißt, ich kann viermal das Vierfach reinballern, unendlich viel Strom verbrauchen, aber auch unendlich viel Material herstellen instant. Und das ist schon nett, dass jetzt im Grunde einer leer ist, neuer reinkommt. Einer leer ist, neuer reinkommt. So ist das schon mal gar nicht schlecht. Jetzt muss ich bloß noch gucken, dass ich die Seitenteile irgendwie abblockiere. Ja, ist nicht so mein Ding. Da spiele ich lieber Dota. Auch das spiele ich nicht mehr so gerne. Da sind noch Steine drin gewesen. Kein Problem. Ist halt da mit diesem Basketball-System, da wo du halt dann Pokémon sammeln musst, irgendwas von denen sammeln musst, keine andere Pokébälle oder so, und dann musst du dir dann diese komischen Kreise darin hauen, um sozusagen Tower weiterzukommen. Ja, nee. Nicht mit mir, Bro. So, dann packen wir erstmal die ganzen Waren weg, vor allem die wir dringend brauchen. Also, das benötigt zweimal Blast Furnace. Ich brauche zweimal erstmal Cobblestone. Macht das gleich so. Die brauche ich sowieso noch ein paar Mal. Zwei Stück. Da fehlt mir Eisen und irgendwie Smoothstone. Das habe ich nicht ganz berechnet, ne? Ich kann irgendwie nicht ganz zielen. Ich brauchte das Doppelte. Hä? Wait, what? Ich kann das nicht bauen, weil... Natürlich. Hä? Egal. Scheißegal. Vollkommen egal. Ja. Vollkommen egal. So, ich kapp jetzt hier mal die Leinen. Dachte ich zumindest. Lass den jetzt kurz leerlaufen. Kann ich das eigentlich umdrehen? Warte mal. Komm mal kurz her hier. Bestimmt, ne? Kann ja bestimmt auch aussaugen, oder? Geht das? Ja, das geht. Dann kann ich nämlich mal kurz wegnehmen und das nochmal neu verkabeln. Genau so dachte ich mir das. Und komm mal her, ihr Freund. Dann komm du hier weg. Du kurz weg. Du weg und du weg. Geothermal Generator hin. Alle drei und dann geht's los hier. Bam, bam. Bam. So, dann möchte ich nicht, dass ihr hier connectet irgendwie. Das sieht ein bisschen bescheuert aus. Bei euch auch. So, und jetzt hätte ich gern noch eine Fackel, dass das hier nicht irgendwie nachher zombie-infiziert ist. Und jetzt müsst ihr noch Energie ausspucken. Die vernünftige Jungs. Und dann läuft das eigentlich doch ja recht fix. So, die sind also permanent voll. Das Ding ist dann gleich permanent voll. Ich habe ja noch 7 Buckets. Das ist bald alle. Das wird krass. Mal gucken. Alles nur von der Verkabelung ein bisschen hässlich. Ansonsten ist das ziemlich nice hier. Gut, waren jetzt aber auch 30.000, die instant lagern musste, ne? Oh. XJack30, danke für dein Follow. Und hi. Was treibt dich hierher? Wie gesagt, die sind ja eh gleich komplett vollgeladen hier. Der noch nicht so. Der ist dann noch nicht so ganz kapiert, dass er voll sein sollte. Aber die zwei sind permanent voll und der irgendwie... Die kann 1000 übertragen. Hi. Was treibt dich hierher?
Das ist nett. So geht's mir öfter mal. Wenn mir langweilig ist, gucke ich in irgendwelchen Sachen. Zwar nicht auf Twitch, aber zumindest irgendwo anders halt. Irgendwo. Exo Gaming Kit, danke für dein Follow. Ist ja geil. Heute ist Follow Day. Hallo, hallo. Du hast Follow. Jo, das heißt, ich muss jetzt hier die Dinger nochmal ein bisschen erweitern. Die machen mir zu langsam Lava. Oder eine noch heißere Quelle unterpacken. Blazing Mesh. Geht das? Use. Heat Sources. Fünffach. Cobblegen Tier 5. Danke, dass du mich unterstützt. Ist doch nice. Was für ein Modpack ist das? Moment. Oh mein. Sky Factory 1. Im Grunde der Nachfolger von Sky Factory 4. Wenn ich das richtig verstanden habe. So, normales Feuer macht sechsfache Geschwindigkeit oder was? Ist doch voll verarsche. Das heißt, ich muss da Netherrack drunter packen. Megatorch. Fünffach. Blazing Blood. Das kann ich verstehen. 14-fach. Dann müsste ich erstmal Blazes herstellen. Also One, also O-N-E. Das ist nicht nochmal das alte, sondern einfach bloß ausgeschrieben. Ich weiß auch nicht, was die sich dabei gedacht haben. Ich weiß auch nicht. Also würde ich jetzt, weil das ja so toll ist scheinbar, abgesehen vom Blazing Blood, muss das denn jetzt hier Feuer drunter anzünden. Sechsfach, also Netherrack drunter quetschen. Eigentlich wollte ich aufhören, aber ich kann nicht. Ah ja, das ist Lava. Redstone Dust draufpacken. Netherrack. Kein Problem. Muss warten, bis wieder Lava da ist, damit ich das dann alles umbauen kann hier unten. Und dann Feuer drunter legen kann. Kein Problem. Null Problemo. So, erstmal Eisen weggepackt. Das ist ja endlich fertig hier. Ganz Matratzen durchlaufen im Endeffekt. Und das kann ich ja alle paar Minuten einfach mal gucken. Wie die hier oben wieder gestackt sind schon. Natürlich nicht ultimativ, ne? Aber wenn ich einen Stack voll habe, kann ich ihn nachher nicht mehr rausnehmen, ne? Stört ja nicht. Schade, es fehlt genau zweimal Blei. Mit der nächsten Erweiterung werde ich dann im Endeffekt das da hinten so breitbandmäßig machen. Ich mache das jetzt einmal, damit man es gesehen hat. Dann kann ich hier offscreen. Ich weiß nicht, ob ich es heute noch schaffe. Oder dann morgen werde ich es auch nicht schaffen wahrscheinlich. Dann bin ich irgendwann nicht mehr in der Lage zu spielen wahrscheinlich. Gucken wir mal. So, das heißt, ich mache das folgendermaßen. Klatsch, Klatsch, Netherrack. Das heißt, ich kann jetzt eine Lava irgendwo wegnehmen. Und im Grunde Feuer drunter machen mit einem Flint and Steel. Flint. Ach. Flint. Hier. Eisen hat er auch nicht. Für nichts vorbereitet ist er hier. Flint and Steel. Einmal hat er wenigstens. Wow. Das heißt, ich würde jetzt hier hinten die Lava wegnehmen, die erste. Und dann den erstmal hier reingulpen und den zweiten auch wegnehmen hier unten.
So, und dann das nochmal neu arrangieren, damit ich von hinten nach vorne das aufbauen kann. Dann wäre hier das Netherrack Feuer, das müsste hinkommen, ne? Netherrack Feuer drunter. Ist immer noch unverständlich, warum das heißer ist als alles andere. Heißer als die Hölle. So, und dann kommt jetzt da sozusagen die Lava raus. Und das Spiel wird einfach mal hängen. Gucken wir mal, aber tatsächlich. Bewegt sich gar nicht mehr, klar, macht Sinn. Es läuft tatsächlich schneller durch, ja. Jetzt kann ich den nächsten Eimer Lava nehmen hier raus. Jetzt brauche ich auch noch Torches. Ich brauche mal ganz schnell noch mal zwei so eine Eimer hier. Oh, pack das doch unten runter, ey. So, dann mache ich zweimal von denen. Dann setze ich die um und dann sollte das ja hoffentlich funktionieren. Bis ich dann irgendwann mal das Blazing-Zeug habe. Und ich habe natürlich wieder nicht genug Redstone dabei. Dreimal anzünden, dreimal versetzen. Dann geht das naja recht schnell mit der Lava. Feuer anzünden ist noch eine geile Idee, wa? Ich weiß noch, ich wollte mal eine Lasagne machen im Ofen. Ich hab vergessen, den Ofen anzustellen. Ich wundere mich, warum wird denn der Mist nicht warm? Es muss doch mal bald fertig sein. Was ist denn da los? Ja. Captain Idiot war am Start. Das werde ich auch nicht vergessen, glaube ich. Wie gesagt, das werde ich jetzt hier fett ausbauen dann. Ich muss mal gucken, ob ich jetzt... Ich weiß auch nicht, ob ich Zeit habe. Wie oft soll ich das noch sagen? Aber ich bin über meiner Zeit auf jeden Fall. Ich wollte das eigentlich in Stundensegmente machen. Klappt ja gut. So, dann kann ich den ja auch noch wegnehmen, ne? Da steht er auch schon. Jetzt mal kurz beobachten. Das glitscht nur langsam runter, oder? Bewegt sich so gut wie gar nicht permanent. Das bewegt sich ziemlich schnell runter einfach. Ich habe auch schon wieder den ersten Bucket zusammen. Ist auf jeden Fall die bessere Wahl, das so zu machen. Ich will nicht mit einem Eimer loslaufen. Sollte mir das Zeug hier rüberstellen, dieses Fass. Muss ich nicht so weit laufen. So, Cobblestone habe ich auch schon 12k. Wird langsam Zeit, mal ein bisschen was damit anzustellen. Da gab es auch noch so eine Quest von wegen Proper House und so, ne? Ich würde das jetzt mal langsam... Eine sinnvolle Idee. So, dann werde ich das Fassteil jetzt irgendwo hier hinschmeißen. Nicht unbedingt so. Oh Mann, ey, komm schon. Wie mache ich das denn jetzt? Abkloppen. Die einfachste Methode ist abkloppen. Mann. Professionell. Wirklich. Hier Netherrack. 1, 2, 3, 4. 3 Netherrack.
Ist auch wieder so typisch, ne? Ich kann auch nicht mal zielen, also. Offensichtlich. Dann wäre ich da fast ins Loch gesprungen gerade. Ja! Free for all, ey. Ja, das ist, ungünstig, wenn sowas passiert. Tatsächlich ist auch ungünstig, dass ich jetzt eigentlich aufhören wollte. Eigentlich, ich wollte eigentlich schon vor 17 Minuten aufhören. Jetzt muss ich das hier noch durchziehen, bis die Stunde rum ist. 1, 2, 3. Irgendwie fehlt mir irgendein Bottich. Gerade festgestellt, dass die Heat Sauce hier noch ein bisschen geiler ist wie Lava. Netherrack heißt. Und irgendwie die Lava unten aufsammeln, ohne dass ich jetzt hier gleich verschmuckt werde. Geht natürlich nicht, ne? Wäre auch viel zu einfach. Hätte man ja mal mitgedacht. So, dann ist das jetzt auch weg. Dann kann ich den gleich wieder recyceln. Das geht jetzt so schnell mit der Lava, ne? Ich musste nämlich schon mein Energienetz expandieren, weil das einfach nicht mehr anders ging. Einer ist noch. Der nächste ist schon wieder fast fertig. So, da sind wieder 4 Netherrack, die ich draufknallen kann. Ich brauche aber bloß 3, weil ich nicht genug habe. Knapp. 1, 2, 3. Wo sind die Dudes? Da sind die Dudes. So, genau abgedeckt. Rauslutschen. Und damit geht der Spaß richtig los jetzt. Ja. Ja, das geht ziemlich schnell. Und wenn ich das jetzt noch erweitere, geht das richtig schnell. Dann kann ich die nämlich nochmal verdoppeln. Und ich kann jetzt theoretisch gesehen das zweite Augment einbauen. Das ich jetzt unerfindlichen Gründen nicht zu Ende gebaut habe. Achso, ich wollte erst mal gucken, wie es läuft. Weil das Ding habe ich jetzt schon ein bisschen geboostet. Und das geht jetzt schon ein bisschen schneller. Das heißt, ich brauche nochmal... Am besten Augment. Goldgier war das. Inver Ingots. Goldgier. 2 Inver Ingots. Redstone und Glas habe ich alles in der Tasche. Das heißt, ich brauche bloß noch 2 so eine Sachen. So, 1. Fertig. Bitte sag mir, dass das funktioniert. Funktioniert natürlich nicht. Das heißt, du kannst sie bloß der Reihe nachschalten, glaube ich. Dann gebe ich... Ach, keine Ahnung, dem hier halt den Augment. Oh, jetzt können wir mal gucken, wie stark die Leistung wirklich ist. Nehme ich Steckenbleibe. Nur die Steckenbleibe nehmen. Einer wird leer gelutscht, dann ist das recht schnell erledigt. Fertig, okay, alles klar. So, jetzt kann ich wieder eigentlich die Dinger weiter. Ich muss bloß mehr Crucibles machen. Clay. Nope, Clay. Fluid Encapsulator. Da müsste ich das. Das kann ich. Ist die automatische Version mit Strom. Oder ich mache das ein Solidifier. Das ist kacke. Multiservo ist auch kacke. Okay, dann mache ich das ganz simpel. Mache mir eine endliche Wasserquelle. Eine, ich sag mal, elektrische. Da gibt es einmal den Kondenser. Das ist mir zu lange, das jetzt zu bauen. Dann gibt's den Aquarius Accumulator, hoffentlich. Das Ding. Es ist auch nicht so schwierig, dran zu kommen. Dann mache ich die Quelle größer, saug das Wasser aus. Schließ das da an, ist immer Wasser drin. Nehme das mit irgendeiner Maschine, lass den da reinpumpen. Mit einer Kiste oder so. Dann muss ich bloß rechtsklicken, das immer rausnehmen. Muss dann halt bloß das herstellen.
Und dann kann ich die Crucibles erweitern. Das klingt eigentlich ganz nett. Oder? Ja. Das heißt Eisen, Kupfer und mehr Eisen und Redstone. Red habe ich. Eisen habe ich. Apropos. So. Kupfer hat er auch. Glas können wir mal nachladen und... Genau, so sieht's aus. Rush B of Dust. So, zack, Servo. Ja, Servus. Hab direkt alles. Dann schnappe ich mir einen Eimer, den ich nicht brauche. Dann mache ich mal das Gravel weg. Das ist der Kobbel. Also ich mache das jetzt mal so. Eins, zwei, drei. Das heißt, ich werde das hier zumachen. Hier zumachen. Drei Wasser. So. Ich glaube nicht, dass ich so ein Riesenfeld brauche dafür, aber das ist mir jetzt egal. So. Dann kommt der Aquarius Accumulator in der Mitte. Bitte braucht kein Strom. Ja, danke. Dann musst du eine Liquid Pipe oben drauf. Dann brauche ich bloß den Dust da reinfeuern irgendwie. Auch das kann ich automatisieren. Warte mal. Ich kann jetzt hier eine Kiste machen. Wird wahrscheinlich dann durch ein anderes System abgelöst. So. Das Ding. Das Ding. Das Ding Hoffman. Der Dust. So, die fliegt hier noch runter. So, dann habe ich Clay. Dann kann ich Clay hier drüben. Gefiltert looten. Das ist gar kein Problem. Ich muss bloß ein Filterfeuer bauen. Hey, geh weg hier. Alter, ich habe so viele Sachen jetzt hier offen. Das hier. Zweimal Gold, zweimal Blei. Ich habe kein Gold. Kriegen wir hin. Habe ich mittlerweile den Stack? Naja, da wird er natürlich nicht. So, dann pulver das mal. Du kannst schon mal das nehmen. Ich brauche zweimal Blei. Zack. Zack, zack, zack. Hier ist das schön einfach herzustellen. Da brauchst du keine Diamanten, gar nichts dafür. So, eins und Item-Dingens. Und eine Kiste auf die andere Seite. Fertig. Du musst ihm bloß sagen, hey, wenn du lootest, bitte nur Clay. Clay. So, da muss ich bloß den Dust beschaffen und da reinkloppen. Das sollte ja das leichteste sein daran. Dann kann ich meine Mega Crucible Farm machen. Ich brauche jetzt nur einen Behälter. Hier steht ein Drawer leer. Nehmen wir den. Der steht leer. Vollkommen egal, weg damit. Das geht halt sauschnell. Ich muss jetzt wie gesagt bloß das machen. Geil. Mit solchen einfachen Sachen, ne? Ihr löst eigentlich. So, Cobblestone kann wieder verschwinden. Dann kann ich ja hier mal den ganzen Sand mitnehmen.
Das ist mittlerweile double-stackig. Hier nehme ich ein Stack raus. Und werde ausnahmsweise mal wieder mit einem Hammer drauf kloppen. Das haben wir noch schon länger nicht gemacht heute. Habe ich noch so ein Builder-Spawn? Natürlich nicht. Dann lassen wir das so, wie es ist. Achso, ja, klar. 9 mal irgendwas. So, das. Es geht aber auch verdammt schnell, muss ich sagen, ehrlich. Cool. So, und das claimen wir dann zu dem Porcelain. Ich muss nur dafür sorgen, dass ich Bone Meal kriege. Das habe ich ja nicht endlos. Ja, das wäre eine Möglichkeit, aber ich wollte morgen, bevor ich dann halt irgendwann nicht mehr ansprechbar bin, noch ein bisschen Stream und Under Industrial Foregoing machen. Und dann wieder mit Slimes und so und wenn du mit Pink Slime und so ein Kram machen. Und dann kannst du auch dieses Stone Workbench machen. Da kannst du halt auch Steine herstellen, Sand oder Kies oder sonstige. Da kann ich auf diese ganze Pulverei da hinten verzichten. Und mach das damit. Weißt? Geht halt auch relativ fix eigentlich. Nicht für jedes Material einzeln stelle. Hier, Stonework Factory. Die Rezepte ich halt, ne? Du kannst Generation. Du kannst sogar Netherrack damit machen. Wenn du den füllst mit Lava und Wasser. Das ist ja eine geile Idee. Mal gucken, da musst du bloß 1 Kilo reinmachen, dann, glaube ich, dann bleibt das so, ne? Dann kannst du halt, Achso, das heißt craften, ja genau, du kannst auch Polish-Zeug draus machen. Ziemlich geil eigentlich. Ich mag das Ding. Ne, und hier kannst du es halt grinden, nochmal grinden. Glas machen, nochmal runter grinden. Hier kannst du dann halt Sandstone machen und kompressen kannst du den auch. Eigentlich schon geil. Ja. Ich habe unten schon mal. Kann man das jetzt hier wohl umsehen? Fast. Ich mache das mal vernünftig. Ich habe da unten so ein paar Spikes hingestellt. Das sind so eine. Aus Mob Grinding Utilities, diese komischen Schwerterdinger. Ich brauche jetzt bloß runtergehen, wenn ich Slimes brauche. Einmal mich an die Ecke stellen und das ist auch schon voll, weil das permanent irgendwas stirbt. Ist natürlich lagmäßig nicht so geil gesehen, ne? Aber. Egal. Das würde ich dann auch austauschen mit dem Mob-Grinder. Da müssen wir mal gucken. Da liegt auf jeden Fall eine Menge XP rum. Irgendwie habe ich keinen Fallschaden in dem Spiel. Ich weiß auch nicht. Zack. Krass, oder? Dafür, dass das Ding hier nur so steht eigentlich. Wenn ich das alles noch vernünftig aufsammle, dann geht hier unten die Luzi ab, sag ich dir. Muss halt bloß gucken, wie ich Items und Strom hin und her transportiere. Gucken, was ein Tesseract kostet. Geht das wieder los. Da brauche ich dann aber auch 2 von, dass ich wenigstens einmal Items hoch und einmal Items runter teleportieren kann. Beziehungsweise Energie gleichzeitig. Einer bringt ja nichts. Ja, ich will auch unten dann nachher eine Box draus machen. Ne, oben zumachen und dann das Monster drin spawnen können in der Nacht. Dann mache ich den Billo-Spawner hier vorne weg. Und dann ist auch das erledigt wieder. Aber dann gibt es auch eine Menge Müll. Also Schwert, dann also ein Scheiß, die aussortiert werden müssen nachher. Ja. Das hier ist jetzt schon schön am Brutzeln. Dann kümmere ich mich da, wie gesagt, gleich drum, dass ich das ein bisschen erweitere. Das Einzige, was ich halt machen muss, ist das Zeug hier klein bröseln. Kann ja mal ein bisschen jetzt hier mal. Ich habe doch jetzt auch Diamanten zuhauf eigentlich, theoretisch, ne? Ja, komm, was soll's, Mann. Ich baue mir jetzt einen aus Diamant hier, nicht unbedingt so. Ist doch viel einfacher, wenn er nicht alle 2 Sekunden zerbröselt hier, der Kollege. Maximal 128 Block Range. Also das ist schon. Das brauche ich halt nicht. Ich will halt bloß das Zeug hier aufbauen. Verbraucht sich so gut wie gar nicht, das Ding, Mann.
länger mal machen können. So, die müssen jetzt mit Bone Meal gematscht werden. Das war irgendwo hier oben, das Zeug. Ich hab sogar ein bisschen was. Eigentlich gerade noch ein dritter Stack irgendwo. Es wurde eingesaugt, ne? Bitte wieder verteilen, mein Freund. Oder hast du schon... Nee, ich weiß nicht, ist auch egal. Ja, dann machen wir das halt so. So, einmal so. Noch einmal so. Mitnehmen wir das, 18 Stück. Dann brauche ich nochmal 18 Netherrack offensichtlich. Und das reicht nicht mehr für ein weiteres. Okay. Ofen bitte einmal. Brutzeln alle Mann. Ja, ich muss, wobei, ich muss nicht mal eine Lava schmeißen, ich kann sie auch einfach unten droppen. Ich gebe doch, Trash Void. Hier, warte mal, Trash Void. Mach ich gleich auf der Liste. Das Ding hier halt. Kann die Sache direkt in den Müll schmeißen. Ich würde dann... Ich muss mal gucken, ich habe doch hier irgendwo gerade ein Dings gesetzt, ne? Was ist denn deine Fähigkeit? Also, ich kann dem sagen... Distribution zu Redstone ignored, aber ich kann ihm keine Metadata erlauben oder verbieten. Das ist das Problem. Vielleicht ist das Ding schlau genug und macht das von vornherein, aber es kann sein, dass das nicht passiert. Ja, wie gesagt, ich muss halt, das Problem ist, dass ja ein Schwert, ein Steinschwert zum Beispiel, 256 verschiedene Versionen gibt. Wenn du die Metadaten nicht ignorieren kannst, also die Zerstörungsgrad, dann musst du jeden einzelnen filtern, was richtig kacke ist. Du musst halt dann halt auch die komplette Kettenrüstung, komplette Lederrüstung, komplette Gold-Eisenrüstung musst du filtern. Und das ist halt das Problem, dass... Ist ein bisschen scheiße. Ich muss irgendwie das so einstellen, dass zuerst die Items rausgesaugt werden, die ich benötige, und der Rest dann automatisch in den Müll gesteckt wird. Ohne das zu filtern, aber das muss ich mal gucken, wie das geht. Weil ich weiß, dass wenn ich die Mob-Grinder unten aufstelle, der wird innerhalb von ein paar Sekunden voll sein mit Items. Oh Mann, wer sieht da jetzt aus, der Drache? Oh Mann. Okay. Das habe ich sowieso oben drin, ne? Aussaugen lassen. Dann kommt das hier weg. Erstmal ein bisschen aussortieren. Ich muss jetzt sowieso hauptsächlich Netherrack herstellen. Weil ich die Crucibles hier irgendwo aufstellen muss jetzt. Holy moly, das wird ein richtiges Gemetzel hier mit den Dingern. Ich kann die ja Rücken an Rücken stellen, also dahinter noch eine neue Reihe machen. Die muss ich bloß die Lava an irgendeiner Seite mal durchlaufen lassen. Ja, ich muss mal gucken, was eine gute Lösung dafür ist. Ich hatte das Problem schon immer. Deswegen waren bei Thermal Foundation, was wir letztes Mal gespielt hatten noch, also wo das dann noch mit drin war, da war das gut, dass du die Metadaten ignorieren konntest zumindest. Ich habe jetzt tonnenweise Lava, geil. Also eigentlich kann ich das ja auch automatisieren hier, ne? Die gleiche Methode wie davon. Erstmal so.
Erstmal so, ne? Es geht jetzt einfach am schnellsten. Weißt du, da steht das Ding schon direkt daneben. Ich muss bloß langsam wieder Redstone machen, das geht mir jetzt aus. So, 16 Stück. Dann kann ich jetzt erstmal die 18 aufstellen. Ja. Das brauche ich, das brauche ich und ein Feuerzeug brauche ich. Ich weiß natürlich nicht, wie weit ich die Dinger stellen will, maximal. Habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht, eigentlich. Erstmal genauso lang, wie es hier ist. 4, so. Zündi, 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 zündi. Klack, klack, klack. Klack, kennt. So, jetzt geht's noch schneller mit Lava. Schön, ja. Dann habe ich jetzt in jede Richtung 3, 4, 5, 6, 7 Stück, richtig? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück, richtig. Dann kann ich jetzt noch die 14 nochmal 7 lang machen. Das sollte mich nicht stören. 1, also brauche ich ja nicht zählen, die brauche ich bloß warten, bis die Hälfte durchgelaufen ist. So. Dann sollte ich mal ein bisschen Cobblestone besorgen. Gut, dass der Schrott nicht heiß ist. Ganz schön Arsch versenkt. So. Nein, ich habe einen fetten Fehler gemacht. Ich bin so dämlich. Muss ich das irgendwie nochmal einsammeln hier? Das ist so dumm. Ah, so dumm! Ich kann doch wieder was ich sein. Ah Gott, doppeldumm! Der ist nicht weg, okay. Ah, okay, meine Amazon-Rückgestattung ist durch. Schön. So, jetzt aber. Jetzt hier das zutapen. Alter, überall Nachrichten, ne? Da eine Nachricht, da eine Nachricht, da eine Nachricht. Wegen einem Ding. Meine A-Punkt hat sich gerade gemeldet. Jetzt, über dem Desktop. Jetzt am Tablet. So, das sind die 7. So viel Kabelei habe ich jetzt nicht mehr, aber das ist nicht weiter schlimm. Gehe ich die erstmal aufstellen, baue neue Kabel, Pipes. Dann muss ich mir überlegen, wo ich das. Also, das hier lasse ich so, wie es ist. Das erweitert nach hinten einfach immer weiter. Und dann werde ich das hier irgendwie, das damit mit der Energie, woanders hinstellen. Weil ich so. Das soll ja eigentlich. Die ganze Maschinerie unten soll eigentlich oben rauf, weil es ja oben automatisch verarbeitet werden soll. Es soll halt nur Kies runtergeschickt werden und der Rest soll oben verarbeitet werden. So, dann ist das die ultimative Maximumlänge. Ultimate Maximum Length. Also ich sehe es aber jetzt schon kommen, dass es wieder lang wird wie Schwein. Irgendwann. Das CFR ist richtig fett auf die Art. Dann muss ich mir dann eine andere Energiequelle bauen. Aber ich mag das halt, dass das halt automatisch ist, ne? Ihr müsst nichts für machen. Nur erweitern. So, dann brauche ich jetzt erstmal. Abgesehen von dem, ich brauche auf jeden Fall Pipes ohne Ende. Da brauche ich mal Eisen ohne Ende. So, ich habe 2 Buckets. Ich mache mal noch 2 Buckets. So, zweimal, dann habe ich genug auf jeden Fall. Und hier brauche ich diese hässlichen Dinger. Doch, war doch richtig.
So. Genug auf jeden Fall dafür. Alles anschließen und darüber freuen, dass der Tank demnächst voll ist. Gut ist, die Pipes müssen nicht mal schnell sein. Die müssen nur schnell genug nachladen können, das ist alles. Nee. Das habe ich jetzt nicht gewettet. So. Okay. Jo. Lava, 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 lap, zap. Ungefähr jede Sekunde bekomme ich 100 MB. Doch, richtig. Oh, gut aufgepasst. Das habe ich ja nicht mitgekriegt. Das wäre mir wahrscheinlich auch nie aufgefallen. Aufgemacht. So, dann hätte ich gerne eine Reihe. Ich habe kein Koppel mehr. Doch, habe ich. Hm? Zum Glück ist die Soße überhaupt nicht heiß, ne? Wird jetzt schon wieder eingestellt. Oh Mann. So. So. Kann ich da auch mal drauf laufen, für den Fall, dass ich da mal drauf muss. Dann kommt dahinter Netherrack. Die Crucibles. Pipes auf die andere Seite. Gleiches Spiel nochmal. Das sind jetzt also 14 in die Richtung, ne? Eindeutig. Also 28, 29 Stück. Weil der mittlere ist ja auch einer, irgendwie. Dann muss ich das alles in den zentralen Tank kippen, irgendwann. Naja, warum nicht? Also ich habe jetzt genug Energie, also zumindest produziere ich genug Lava, um das hier noch schneller zu machen. So, da der jetzt hier also keine erhöhten Augments nimmt, also nicht das gleiche nochmal. Gucken wir mal, was die nächsten kosten. Das ist nur Elektrum, Signalum, geht schon los. Signalum, ist ein bisschen Redstone. Kupfer und Silber. Und ein Fire Charge, um das direkt herzustellen. Schade, dass ich das machen muss. Optionen. Einfach so herstellen. Nur aus Dust eben. Bekomme ich 4. Ich brauche ja nur 4 für das eine Gear, ne? Fürs 2 Gear, also 8. Und Nether Quartz, was ich auch nicht habe. Alles Platz erledigt. Darum kümmere ich mich dann nochmal. Vielleicht optimiere ich das hier nochmal ein bisschen und stelle schon mal die Sachen nach oben, wo sie hingehören. Mal gucken. Ist da noch eins bei, was wunsch angeschlossen ist? Gucken wir mal. Hier habe ich alle. Jupp. Alle angeschlossen. Alle gut. Im Grunde kann ich den nochmal oben drauf stecken. Netherrack oben drauf. Ja. Wenn ich wieder Redstone habe. So, dann packe ich jetzt erstmal weg. Das erstmal weg. Eisen können wir mitnehmen. Ich kann mal langsam die Drawer für alles machen. Das kann ich jetzt noch machen. Habe ja noch ein paar Minuten Zeit. Ich würde dann gerne aufhören mit bei 5 Stunden, damit ich das vernünftig schneiden kann irgendwann. Das ist sowieso pain in the ass, das alles zu schnippeln. Dann auch noch irgendwie interessant zu machen. Naja, gucken wir mal. Aber Drawer ist eigentlich jetzt nichts, was super interessant aussieht, ne? Zumal mir das Redstone ausgeht, wie schon erwähnt. Du brauchst ja dafür auch. Ja. Aber hey, ich kann fast mit Refined Storage anfangen. Wenn ich jetzt Quarz hätte, dann könnte ich das. Dann könnte ich ein vernünftiges Storage aufbauen.
Aquatic Entangler. Ich bin hier natürlich mal kurz neugierig. Das Ding hat kein Use, okay. Nether Quartz. Dafür müsste ich Soul Sand 7, den ich kriege, indem ich dieses Witch Water mache. Ist jetzt nicht so schwer herzustellen. Muss halt bloß das Mycelium machen und dann den Bottich da drauf stellen. Das mache ich ja mit den Pilzen und die Pilze mache ich ja, indem ich die alten Spores als Machine Output im Spores Recreator, okay. Die mache ich Ancient Spores, ich muss mal kurz gucken. Weiß nicht mal, wo die sind. Ich weiß nicht, das ist so eine super. Achso, die sind oben im irgendeinem Storage, habe ich hier reingeschmissen, weil ich einfach Platz brauchte. Müssten ja hier drin sein. Hab sie. So, Ancient Spores. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich glaube, du brauchst Erde, Gras. Und dann kannst du das da drauf zimmern. Ich mach das jetzt mal hier so ein bisschen höher. Weil die Scheiße auch super spreadet. Oder so. Und jetzt kann ich da oben. Natürlich jetzt ein bisschen. Ich glaube, das wächst auch so weiter. Das hoffe ich zumindest. Dann mache ich mal eine Treppe dran. Ups. Oh, kann ja hier mitmachen. Die Treppen, die ich vorhin weggeschmissen habe. Karma, würde ich sagen. Nee, ich will das. Mal kurz gucken. Geil, dass ich Treppen gebaut habe und jetzt das jetzt hier so hinbaue. Nett. Nito. Jetzt geht's halt darum, erstmal Licht drauf, damit die keine Monster spawnen können. So, ich will jetzt das Ganze folgendermaßen machen. Ich brauche jetzt diese Barrels. Holzbarrel reicht ja. Ich habe keinen Wood, wie immer. Das ist echt ein Problem. Crafting Table habe ich eine Menge. Vom Spawner noch. Crafting Table habe ich noch. Holz. Ich glaube, ich kann das Ding auch erstmal abschalten. Das brauche ich auch erstmal nicht mehr. Zur Not kann ich einfach neu machen. So. Dann soll ich die Flüssigkeit vielleicht noch safen. Jetzt kann ich auch keine Bäume mehr hier hinstellen. Oh. Ja, dann machen wir das ganz anders. Bitte sag mir, dass das hinhaut. Warum haut das nicht hin? Wieder Holz. Ja, deswegen habe ich das höher gebaut, damit sich das nicht verbreitet so doll. Wenn das da drüben gemacht hätte, dann wäre da alles zugematscht schon. So, dann war das, ich glaube, so. Und so, drei Barrels. Jo, geil. Dann pflanze die Barrels hier drunter unter dem Zeug. Ich hätte ja gerne 9. Ich weiß nicht wieso, aber ich hätte gerne 9. Lass es aber erstmal dabei, wie es ist. Und ich könnte eigentlich, wenn ich das vernünftig gemacht hätte, hätte ich das da gemacht. Und hätte die gleich an das Ding hier angeschlossen, damit die immer wieder nachgeladen werden. Oder ich ziehe natürlich clunky, wie ich es jetzt mache, einfach die Pipe hierher. Ja, richtig schön dämlich. Ja. Alter. Und eigentlich, genau, es fangen die an zu Witchwater zu werden. Aber irgendwas war da ein Nachteil dran. Ich weiß nicht mehr, was es war. Jetzt habe ich Witchwater. Und jetzt konnte ich, wie war das gerade? Pilz reinschmeißen, ne? Nee. Wie war das? Wofür habe ich das jetzt gemacht? Eine gute Frage.
Weiß ich nicht mehr. Achso, wegen dem hier. Soul Sand. Sand reinstoppen. Habe ich schon wieder Sand? Ich habe Sand. Muss jetzt bloß warten, bis das hier drunter gewachsen ist halt. Dann kann ich ja drei auf einmal machen. Und deswegen wären halt neune ganz geil, weil die brauchen ja mal ein bisschen, bis die fertig sind. Genau, und die wollte ich halt durch Sieb quetschen. Da ist halt Quarz drin. Weil das hier kann ich auch automatisieren. Genauso wie das da, genauso wie das da. Ich muss die beide bloß nebeneinander stellen. Ein bisschen das Gefühl, dass die hier nicht bewuchert wird, weil halt einfach so ist. Weil die Fässer hier draufstehen. Ja, auch nicht das erste Mal, dass es daran liegt. Dann mache ich das so. So, hab ja noch ein paar von denen. Ja, und dann mache ich noch mehr von den Dingern. So, ich brauche jetzt nochmal 1, 2, 3, 4, 5. Wieder zu early. Ich habe jetzt nicht genug Pipes, wie es aussieht. Aber die Idee ist lustig irgendwie. Dann kann ich mich jetzt hier wie so ein Irrer im Kreis drehen. Das war noch nicht fertig. Ist jetzt total dämlich, ne? Ich meine, what the heck? Aber es funktioniert. Kann man nicht sagen, es funktioniert nicht. Ich werde jetzt hier vorne mal das abknipsen. So viel brauche ich davon erstmal nicht. Weil ich, wie gesagt, ich weiß nicht, was passiert, wenn ich das hier stehen lasse. Da war irgendwas mit. Kann sein, dass da irgendwelche Monster gespawnt sind oder das. Oder ich glaube, früher war es auch so, dass wenn du Witchwater genommen hast und hingestellt hast, sind noch Pilze drumherum gespawnt, aber das weiß ich nicht, ob das hier auch so ist. So, und dann machen wir mal hier so einen kurzen Soul Sand Pusher. Ich darf jetzt mal kurz Soul Sand pushen und wir sagen, was bei rauskommt. Wie soll ich das immer noch im Inventar? Achso. Da kam eine Menge Quarz raus. 17, also das lässt sich halt auch machen. Ich muss halt bloß Sand herstellen. Ja, deswegen ist ja hier oben fast Licht. Das passt schon. Ich werde das nochmal umbauen, damit das auch vernünftig ist. Die Anlage der auch, das ist jetzt bloß erstmal so vorübergehend so ein bisschen. Aber ist ja mal gar nicht schlecht. Und wenn Mycelium dafür sorgt, dass der Monster schneller spawnt, dann kann ich natürlich auch unten den Spawner nachher voll klatschen mit dem Zeug. Wie soll der pervers schnell sein da unten nachher? Und pervers soll laggen. Aber ich würde sagen, das war's erstmal für heute. Ich brauche auch erstmal eine Pause. Das sind jetzt 5 Stunden Hardcore-Gesuchte. Ja. Und wie gesagt, ich werde noch ein, zwei Sachen vorbereiten. Vielleicht nochmal ein bisschen die Plattform erhöhen oder erweitern und vielleicht die Sachen umstellen. Mal gucken. Dann würde ich aber sagen, bis dahin erstmal auf Wiedersehen.